Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Heiko. Heute mal nicht von der Hauptbach, weil da möchte ich eigentlich erst wieder Videos machen, wenn das Update draußen ist. Die lässt sich sehr gut spielen, ist eine sehr, sehr gute Map. Vielen Dank an die Erbauer. Na, aber die hat noch das eine oder andere, was mir persönlich noch nicht so, ne, ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ansonsten spielbar ist sie auf jeden Fall schon. Aber es sind ein paar hier und da ein paar kleine Fehlerchen noch drin. Deswegen versuchen wir uns heute diesmal auf der Kandalin. Die kennt ihr ja schon. Und diesmal ohne Musik. So, wir haben uns die BGA Bistorf geholt mit die Kühe. Und jetzt wollen wir Feld 12 fliegen. Mal gucken, wie es wird. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir mal an, ne? Aber ich werde versuchen, die Videos nicht mehr so lange zu machen. Ich hoffe, das kann ich einhalten. Wenn mein altes Gehirn das nicht vergessen sollte. An der Grafik arbeite ich noch mit der Einstellung, ne? Aber das wird schon werden. Übrigens, demnächst kommt auch ein Intro mit zu. So muss das sein. Das ist alles schon eine schöne Sache hier. Ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr der 21er kommt oder nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Auf jeden Fall müsste da ein Helfer rein. Der funktioniert auf jeden Fall. Ich denke mal, das wünschen sich viele. Fährt sich doch um einiges leichter dann. Scheiß Busch hier. Feld 38, das ist eine Wiese, die brauchen wir auch.
Ja, ihr Lieben, ich spiele mit dem Glas-DLC. Ich find das richtig super. Aber so hat jeder seine Meinung. Ist auch gut so, wenn alle einen gleichen Geschmack hätten. Ne? Wäre schlimm dann. Ne? Steck machen wir noch. Übrigens, Feld 12 ist geteilt. Das werden wir auch einmal teilen. Das kleinere Stück zeige ich euch nachher gleich. Dann machen wir dann Luzerne drauf für die Mumus. Jo, die Maschine herzufahren, deswegen machen wir das von Video zu Video, ne? Wenn wir uns eine Maschine nach der anderen holen und die Ruhe dabei weg haben. Aber erstmal wollen wir ein, zweimal Fahrgewände fahren. Den Rest kann der Helfer machen. Dann wird das auch was. Wir werden auf jeden Fall einmal rumfahren. Aber die Felder, die sind schon groß hier. Lassen sich aber gut überarbeiten. In dem Sinne schöne Grüße an das Kandelin-Team. Luan und wie sie alle heißen. Ne? Ich bin übrigens auch ein ehemaliger Mecklenburger aus Bad Doberan. Ich habe da gewohnt in der Nähe vom Friedhof. Da steht jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht verhört habe, ein Pflegeheim. Also gibt es das alte Haus nicht mehr, wo ich gewohnt habe. Ich hoffe, dass ich jemals irgendwann mal wieder hochkomme in der Heimat. Das ist schon schön da. Fährt der Molly quer durch die Straßen. Das im Sommer vor allen Dingen schön für die kleinen Kinder, die freuen sich immer wie Wolle. Ja, so ist das. So, ihr Lieben, hier gegenüber, wo die Stromtrasse lang geht, gegenüber das kleine Stück. Das lassen wir, das gehört auch noch mit zu Feld 12, aber da wollen wir Luzerne drauf pflanzen dann. Wenn ihr euch Musik wieder wünscht, ihr kennt ja meine alten Videos, braucht ihr nur einschalten, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich sie wieder an. So.
weiter geht's. Auf jeden Fall, wie gesagt, fahren wir einmal rum. Haben wir ja fast geschafft. Das andere Stück machen wir dann in der nächsten Folge. Am Dienstag. Mal gucken, welchen haben wir heute eigentlich. Jo, heute haben wir den 24. Das heißt, die nächste Folge kommt dann am 26. am Dienstag. Ach ja. Darin. Ich kann da. Ich speicherte erstmal da alle Tafelsbraten. Dann könnte man etwas hochdrehen. So. Auch geht's. Wenn der Sound zu leise ist, sagt einfach Bescheid, ne? Die eine Runde machen wir auf jeden Fall noch fertig. Und das Grundstück gehört uns leider nicht hier, das eingezäunte, ne? Unsere Zusatzwiese, eine freilaufende, die ist leider ganz fast am Ende auf der rechten Seite. Und brauchen wir nicht wirklich. Den Verkehr werden wir auch anlassen, weil wir sind ja alleine. Ja. Fast geschafft, die erste Runde. Und eins könnte sicher sein, nächste Folge wird nicht, ich werde natürlich ein bisschen vorarbeiten, ne?
Sie sind ja bald soweit. Ja, die Straße, wenn man hier hochfährt, kommt man Richtung Job und Pferdehof. Und wenn man runterfährt, kommt man zum Maingehöft. Zu der BGA Bisdorf. Noch zwei große Ställe da. Aber ich denke mal, weil wir Saison gemacht haben, wir werden uns erstmal mit Schlachtvieh begnügen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auf 5 stellen soll, damit es etwas schneller läuft oder nicht. Kommt ganz auf euch drauf an. Wenn ihr das möchtet, mache ich das. Wenn nicht, dann lasse ich so, wie es ist. Auf jeden Fall werde ich mit dem Fliegen, bevor die nächste Folge kommt, ein bisschen vorarbeiten. Ne? Ja, was steht sie doch? Feld 14 und die zwei Wiesen. Außer Feld 38, das machen wir natürlich nicht, ne? Bleibt Wiese. So eine Förster. Da ist der Pferdehof. So, hier sind wir. So, Lieben, das war die erste Folge von der Kandalin. Dann bedanke ich mich bei euch. Danke fürs Zusehen. Vergesst bitte das Däumchen nicht. Und wenn ihr mögt, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr nie wieder ein Video, das neu reinkommt. Ich bedanke mich bei euch. Auch danke an den an das Team von der Kandalin, die diese gebaut hat. Macht weiter so. Klatschen Ende. Muss auch mal sein. Macht's gut. Tschüssi.